Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Scrap Mechanic Survival! Wir bauen uns heute ein Transportfahrzeug, ein kleines, ihr seht, ich habe schon wieder vorgebaut, weil wir können jetzt ja mittlerweile mit dem Teil hier abbauen. Mit dem Teil hier abbauen, das ist Zeit zum Ausrangieren, weil das brauche ich dann nicht mehr. Das ist zum Liefern, das liegt da in der Gegend rum, das ist aber egal, das brauchen wir jetzt nicht und das ist unser absolut geiles Rundfahrfahrzeug. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir werden jetzt ein Transportfahrzeug bauen. Also, was soll es können? Vorne ein, wie heißen die Dinger gar? Diese da. Vorne eins von die Resource Collector, hinten ein Resource Collector und es soll auch ohne Resource Collector fahren können. But das wird jetzt ein bisschen eine Herausforderung, aber das werden wir natürlich hinkriegen, wie sonst auch alles immer in unserem, wie immer, Micro-Machine-Stil. Im nächsten Part wird dann ein großer Laster gebaut, wo man hoffentlich diese drei Fahrzeuge einladen kann. Kommt darauf an, wie wir dann noch navigieren können, wie lange wir sind, ob man auch von der Zugfahrzeugkraft es reicht, ob wir es schaffen, auch einen Refinery-Bot mitzunehmen. Das wäre natürlich optimal, ohne werden wir sowieso nicht beginnen. Und jetzt das kleine Micro Machines Ladefahrzeug. Also, ihr seht, zwecks Erklärung, wir haben hier ein paar Steinchen. Schaut aus, ungefähr sind die Länge von dem Teil ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steinchen lang. Die Breite vom Sitz, das sind 4, glaube ich jetzt, wenn ich mir das anschaue. 1, 2, 3, 4, ja. Dann haben wir hier eigentlich nur die Gelenke für die vorne hinten für die Räder. Die Lichter vorne sind mittlerweile da, die habe ich lassen, weil es wurscht ist. Und das dazwischen sehen ausfahrbare Pistons. Das ist nämlich wichtig fürs Alleinefahren, aber das seht ihr dann eh gleich. Warum fahrt das nicht mit? Ja, okay, gut. Das soll ich das halt machen. Das ist auch neu. Das ist wirklich neu, aber gut. So, also wir haben jetzt hier mal die Bearings ran, die Lager, poppen da mal Räder ran, zack, so, wir haben jetzt noch zwei fehlen noch, so, zack, ein Rad haben wir noch, so hier, zack, so, schaut schon mal recht gut aus. Aber natürlich haben wir da noch nicht wirklich viel dran und auch nicht wirklich viel. Das ist ein bisschen komisch, wieso das nicht da dran hängt. So, besser. Sonst fährt das Ding wieder los oder so und das will ich jetzt auch nicht. So, dann haben sich da hinten ein Motor an, Batterie betrieben, weil, ja, weil ich gerade einfach die verbaue, die Batterien recht leicht zu kriegen sind derzeit. Dann haben sich ein Controller an und zwei Schalter. Es ist prinzipiell schon eigentlich das grundlegende Konstrukt. Es ist in dem Fall nicht, es wird jetzt auch kein unendlich langer Part. Ihr seht zum Beispiel, ich habe das alles aus normalem Metal Blocks Board, wie auf der Nuller-Taste da unten gerade angewählt. Habe ich alles aus dem Board und habe hinten die stärkeren Blöcke rangehört, die schwereren, habe die da. Die hätte ich auch nehmen können, aber die habe ich vorher noch nicht gehabt. Die schweren Blöcke daran für Gewicht vorne und Gewicht hinten. Das ist verkehrt gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Dann werden wir das jetzt einmal strommäßig verbinden. So. Wir haben mal hier, wenn wir auf die Lenkung ran. Das machen wir mal auf jeden Fall. So. Ja, hier. So, schauen wir gleich mal, wie lenkt sich's. Gar nicht, weil ich da oben stehe. So, lenken. Das ist schon wieder für den Arsch. Wenn man auf jeden Fall mal die vorderen. Im Normalfall muss man die vorderen drehen. Ja, das schaut gut aus. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nehmen wir das Teil wieder da ab. So. Dann haben wir den Motor. Motor muss an die Räder. Wie auch in den letzten Parts. Das ist ja alles eh schon ziemlich Routine, aber. Es schadet ja nicht, wenn man es nochmal durchgeht. Die drehen wir in die richtige Richtung. So. Machen wir das mal weg. Hoppala, nach hinten dran. So. Dann kommen wir jetzt da hier. Die Batterie. Zack. Zack, zack, zack.
High Speed. Okay. Müsste eigentlich fast so hoch gehen. Ja, da hebt es uns aus. Wie ihr seht, man kann fahren. Oder okay, man kann eigentlich nicht fahren, weil es uns nur aushebt, ja. Gut. Das beheben wir dann später. So, dann haben wir mal das anderen. Nein, das ist ein Schalter, will ich nicht. Dann haben wir mal die Pistons an den Controller. Und den Controller. Hoppala, das ist falsch. Oh Mensch. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Okay, warte mal. Pistons an den Controller. Und den Controller an den Schalter und den Schalter an das Pult. So. Controller, wo bist du? So, das müssen wir glaube ich auf 5 gehen oder so. Ah, gehen wir auf 7, ist ja wurscht. Es ist eigentlich ja egal. Okay, das ist wohl weit lang. Schauen wir. So. Ein bisschen Liebe zum Detail. Ja, und ihr seht, man kann fahren. Es ist schwierig, aber im Normalfall ist das Gefährt ja auch dafür da, um nicht so extrem. Ich glaube, wir müssen den Motor noch ein bisschen runterdrehen. Das sehen wir dann, wenn wir das Gewicht oben haben. Ja, so schaut es gut aus. So, also wir können auch ohne fahren. Dafür ist der Schalter da. So, dann fahren wir sich wieder zusammen. Dann hängen wir den Lichtschalter. Der nächste Lichtschalter ist jetzt nicht so das Wichtigste. Wir hängen einfach an den. Wir hängen den Schalter einfach an die Lichter ran, weil das ist, wie gesagt, ja, das sind halt einfach nur, dass wir sehen, was wir tun in der Nacht. So, das ist hochdreht alles. Das auch. So, und eigentlich sind wir schon wieder fertig. Das ist unser kleines Gefährt. Wie seht, man kann einen Scheißdreck fahren, wenn man dann nichts oben hat. Und wenn dann nur auf ganz kleinen zitzelhaften Etappen, dann geht's. Also haben wir sich eine Batterien. Wir haben da ja irgendwo welche, aber da werden jetzt keine sein. Ich schaue, ob ich es vergessen habe zum Ausräumen. Na sicher, habe ich es vergessen. So, muss ich das eine Batterie an, zack. Und dann picken wir eigentlich diese Behälter vorne hinten ran, dass die werden auch mitgenommen auf meinem großen Fahrzeug dann. So. Die werde ich auch mitnehmen, aber nicht rankleben, damit ich nicht so viel Platz hinten verbrauche, wo ich die Viecher wo ich das Ding vorhabe hinzustellen. So, und das war's. Ihr habt prinzipiell ein wunderschönes Gefährt. Ich würde es euch jetzt zeigen, aber jetzt kommt gleich wieder der Raid. Wie gesagt, man kann hinten nicht so stark einlenken, weil es steht das Rad an dem Zeug an. Man kann das ein bisschen erweitern, muss man nicht, kann man, aber muss nicht. Es reicht prinzipiell so zu fahren. So, jetzt werden wir uns jetzt den Raid abwarten. Die spawnen ja direkt da. Wieso haut hier mein Fahrzeug? Ist das komplett behindert oder so? Es sind die komplett deppert? Das haben die ja noch nie gemacht. Es stand ja mein Fahrzeug da kaputt. Ja, ich bin ja auch selber schuld. Wieso? Warum stelle ich mich auch daher? Ey, das. Also manchmal verstehe ich es ja nicht. Die rennen an allen Fahrzeugen vorbei, aber die mit den Kollektoren, die hauen es. Ich weiß schon, damit die Sachen nicht leiden können, die was ihren Farmzeug rumtransportieren etc. Aber dass sie im Endeffekt gleich so aggressiv gegen meine gegen mein Ding vorgehen, obwohl da nicht mal Ressourcen drin sind, das ist mal ehrlich gesagt neu. Ach. Es ist ja immer, kommt ja immer wieder was dazwischen, wenn man macht mal ein Video. Für den Arsch wieder. Machen wir da ein paar von diese Dinger, holen uns noch ein Collector und gehen mal einsammeln. Ich schaue jetzt nochmal kurz. Und dann machen wir
irgendwo viele rumstehen, weil normal schieße ich jetzt nicht meine Munition weg, aber das ärgert mich jetzt gerade wirklich en masse, damit die da einfach reinmarschieren und sich praktisch freuen drüber, so alles kaputt machen von mir. Weil es war bis jetzt wirklich nichts. Also die haben das eigentlich nur einmal ein Fahrzeug von mir angegriffen. Und das war aber dann wirklich nur, wo schon Gemüse drin war. Ich habe mir gedacht, ja gut, die greifen halt nur das an, wo Gemüse drin ist, weil sie es ja verhindern wollen. Boah, am Arsch. So. Die sind eh noch begossen und brav am Werken. Schalten wir jetzt aus, wenn wir auch eine große Farm-Session haben. So, also. Jetzt holen wir sich das. Bauen das noch und zeigen mal, wie das Ding einsammeln kann. Ist das wirklich wunderbarst hinbekommt. Ja, mach mal. Ich kann einen neuen holen. Nur einen zweiten, das geht aber nicht. Craft nur hintereinander. Na komm, spuck's aus. Guck mal. Mein Freund. So, holen wir noch ein zweites. So. Zeig euch, wie das funktionieren sollte. Man könnte das vielleicht auch nur mit Bearings bauen, aber. Bearings und so sind ja gut und schön, aber für so wirklich, so wie ich es da gerade mache, so Micro Machines sind die nicht Weltklasse. So, schauen wir mal. Schauen wir da mal durch. Wie ihr seht, das funktioniert eigentlich recht gut. Es ist schon voll. Also ihr könnt, wenn es voll ist, entweder wechseln zwischen vorne und hinten. Ja, es ist gerade ein bisschen schwierig. Wie gesagt, du kannst zwischen vorne und hinten wechseln. Oder ihr fahrt einfach drüber über die Gegenstände, weil dann kommt eh im Endeffekt das hintere Collector-Ding zum Einsatz. Und wie es ist, haben wir alles drin, geschafft. Also der Collector funktioniert, das ist auch eine easy going Methode, das zu bauen. Weil prinzipiell heißt es ja immer, müsste man eigentlich ja vier von den Dinger bauen. Weil damit immer wenn ich zwei gerade da abstelle, müsste dann halt ein neues da sein, um das wieder anzukleben, weil wie gesagt das Fahrzeug größtenteils ja gebaut ist dafür, um mit dem, ja da kommt man natürlich nicht drüber, um mit dem Gewicht zurechtzukommen. Und da. Und wenn die nicht oben sind, geht es natürlich nicht gut, aber dann macht man diesen. Und wir können fahren. Ich glaube aber trotzdem, dass es für ohne. Komm her. Ich glaube, dass es mit 5 reicht. Für ohne Gewicht. So, und zum wieder ein kompaktes Fahrzeug. Wir sind fertig damit. War ein kürzerer Part, macht aber gar nichts, weil im Endeffekt wird der nächste wahrscheinlich umso länger. Weil jetzt geht es wirklich an die Wurst. Jetzt werden wir einen Transporter bauen, wo wir die Fahrzeuge reinbringen. Die zwei Dinger, den Refinery Bot und die anderen drei Fahrzeuge. Das wird jetzt ein Riesenprojekt. Das wird jetzt vielleicht ein paar Parts in Anspruch nehmen, aber in letzter Hoffnung. Oder ich hoffe halt, dass zuletzt das auf jeden Fall funktioniert, egal wie ich es jetzt drehe und wende, damit da nichts schief geht. Ich hoffe halt, dass das dann auch wirklich so, wie ich mir das vorhin auch. Zum Beispiel, dass ich den Hügel raufkomme mit dem Gefährt, dann wenn ich muss dann mit den Rädern rumspielen. Also ich muss das sicher noch eine ziemliche Weile alles mögliche probieren. Wir sind jetzt natürlich live dabei. Und bin mir auch nicht sicher, ob ich einen großen Wagen baue oder einen mit fünf kleine Sachen. Das, ja. Ich könnte ja auch pro Abteil, wo ein so ein Gefährt drin steht, ein Gelenk einbauen, aber
mein Problem, warum ich das nicht mache, so eine Stadt, eine Parkgarage praktisch pro Gefährt und dann ein Gelenk, damit sich wie ein Wurm schlängeln kann. Das liegt daran, da ich Angst habe davor, damit, dass wenn ich mal zurückschieben muss, das praktisch überhaupt nicht möglich ist, zurückzuschieben. Wäre jetzt ja auch nicht das Riesenproblem, weil man kann es ja dann, wenn man nur in die Kollektoren klumpert drin hat, also die toten Bots etc., dann kann man es ja mit der Hebebühne aufheben, wohin stellen, ja. Aber ich versuche das eigentlich gerade irgendwie so hinzukriegen, dass ich das trotzdem auch schaffe und fahren kann damit. Und überlege halt gerade auch, ob ich irgendwie da. Ja, war klar. Überlege halt auch jetzt, wie ich das mache. Ich will das schon halbwegs intelligent hinkriegen. Aber ich denke mal, es wird ein langer Laster werden. Ich denke, so lang wieder nicht. Das sind drei Plätze fürs Auto plus den Refinery Bot und die Kollektoren. Ja, je nachdem, wie das Auto fährt, kann ich sie ja noch dann woanders hinparken. Die Kollektoren aufs Dach oder schauen wir mal. Das werden wir auf jeden Fall rauskriegen. Sonst muss ich sagen, funktioniert das gerade alles gut. Und ich hoffe, es hat euch geholfen mit meinem Transportfahrzeug hier, meinem kleinen. Alles ist, wie gesagt, bei mir auf Micro Machines ausgelegt, weil ich einfach glaube, damit Platz ist immer wichtig. Und die kleinen Dinger haben ihre Leistung, die bringen auch viel, ja. Und bevor ich da jetzt ein hochkomplexes Gefährt baue, das hinten auch einen Container drauf hat und damit ein Skorpionarm irgendwie das Ding nach vorne hebt oder so, parke ich mich mit meinem Laster daneben, mach die Bordwände auf, lass die drei kleinen Gefährte raus, eins nach dem anderen, und habe aber ein Gefährt, was jeweils für eine Sache speziell ist. Wobei ich glaube immer, ein Typ, der alles kann, ist gut und schön. Ein Typ, der auf eines spezialisiert ist, macht es dafür umso besser. Kann dafür nur eins. Ungefähr nach dem Prinzip arbeite ich hier. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Lasst es auch da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Like, ein Comment. Das wäre alles super nice miteinander. Und sonst schreibt es, wenn es einen Wunsch habt. Ich versuche ihn zu erfüllen. Und dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und ciao.